Hey Leute, hier ist Daldemar mit Aircraft Carrier Survival. Ist ein bisschen wie Bomber Crew und so. Man hat einen Flugzeugträger und den muss man managen und Mission machen, Tackle Map. Man hat eine Flottille, ist ziemlich cool. Ja, ihr werdet sehen. Also, auf geht's. Das ist nur die Demo, der Prolog. Das Spiel ist, glaube ich, noch länger nicht fertig. Keine Ahnung, los geht's. Wir schnuppern erstmal rein. Sandbox gibt's und Campaign. Bei Sandbox bin ich mal gespannt. Kampagne, normal. Scriptorial, yes. Ich habe schon geübt. Ich habe schon einmal verloren. Ich habe noch keinen Angriff bekommen, aber ich war blöd. Wir fangen mal Standard an. Obwohl. Alle haben irgendwie W im Namen. Das ist ganz wichtig. Aldemar W. Godwalter. Godwalter! So. Genau. Es gibt einmal Trade Seamaster oder Flying Ace. Ich gehe auch mal auf Flying Ace, weil wir sind ein Flugzeugträger. Also. Da gibt es so Stimmen. Hard work is what keeps the ship moving. Wir brauchen irgendwie, ja genau, ein Amboss-Kin des Todes. Es gibt hier so eine richtig prunke, super duper. Warte mal. Oh ja, wir brauchen eine Augenklappe. Wir brauchen eine MacArthur-Pfeife. Und das verstehe ich gar nicht, was das hier soll. Und wir brauchen eine... einen wunderschönen, überhaupt nicht übertriebenen, ach ja, selbst aufgespielten Superanzug. Los geht's. Ich bin der Beste. So, jetzt sind wir in Pearl Harbor. Guck mal, wie cool das ist, oder? Jetzt suchen wir uns als erstes mal die Flottille aus. Wir können bis zu 5 Stück haben. Alle haben verschiedene Bonis. Die können angegriffen, versenkt werden. Und wir haben ein Cargo-Ship, Supply-Ship und ein Escort-Carrier. Ein Cargo-Ship bringt, die haben alle Skills, aber die zeigen auch, was sie zusätzlich bringt. Zum Beispiel kann das hier 2 Squads auffüllen. Instantly repairs 2 broken squadrons. 8 hours cooldown, passive skill, max squadrons in hangars plus 2, Escort Defense 1. Escort Defense ist sehr wichtig, ja. Dann haben wir einen Escort Carrier. Ups, nein, ich will keinen zweiten. Ich würde gerne, aber ich denke mal, das Spiel ist noch nicht fertig. Die sehen zum Beispiel ziemlich neu aus. Wie gesagt, ich denke mal, viele Texturen und Effekte sind noch lange nicht fertig. Also das ist das, was ich... Guck mal, wie toll das ist. Ich würde gerne nur Schlachtschiffe mitnehmen, weil die so toll sind, ja? Aber ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Platz. Ach, schon wieder? Das gibt's doch nicht. So. Also, Escort Carrier macht Folgendes. Use the sentient carrier away as a decoy and change detection status to undetected for 2 hours. Bringt 2 Defense, Escort Defense... Ich weiß gar nicht, ob er selber auch Escort startet. Das weiß ich gar nicht. Das wäre nämlich gut zu wissen. Das weiß ich nämlich gar nicht. Sonst würde ich nämlich anstelle von dem irgendwie einen Zerstörer mitnehmen vom Carrier. Ein Cruiser. Aber die machen das alle, ne? Ein Cruiser kann zum Beispiel... Uses reposition strike group to safe position. Rendering any attack against you is useless for 6 hours. Requires 2 hours preparation. Ach komm, wir gehen einfach mit Standardausführung, okay? Wir gucken mal, wie es läuft. Wir können es auch upgraden und ein Schlachtschiff mitnehmen. Guck mal, hier ist so ein Ding ins Bummens. Machen wir das. Scheiß drauf. Komm. Oder? Ach ja, komm, das machen wir. Wir nehmen noch mit einen Light Cruiser. Oder einen Cruiser. Wir nehmen Cruiser mit. Oh yeah. So, dann gehen wir mal zu unserem Carrier. Nicht Launch. Nein, nein, nein. Wir können Dock upgraden. Crew. Das ist eigentlich wichtig. Eigentlich sollte man Crew upgraden. Aber ich bin cool. Man kann Aircraft upgraden, das ist auch geil und cool. Aber ich will den Carrier upgraden. Und zwar will ich AA-Stations upgraden. Weil Defense-Werte sind, glaube ich, am wichtigsten hier. Ich habe es jetzt einfach mal in den Raum gestellt. Command Points 4, ich weiß nicht. Hier können wir auch den Flugzeugträger ändern. Krass, oder? So, wir sind die Archie. Wir sind quasi ein Söldner. Ein Söldner-Flugzeugträger. Scheiß auf Geschichte. Los geht's. Ja, die Söldner-Flugzeugträger sind bekannt. Reiche Firmen haben die aufgekauft, haben sie quasi den Bau finanziert, um das zu machen. Und dann haben sie sich selbst zum Admiral erhoben. We have reached the Coral Sea, Admiral. The last scouting report confirmed. The enemy invasion fleet progressing as expected. They will approach from here, or straight through this location. We can count on continuous support from land-based Australian scouts.
Our recon has identified two harmless fleets in the area. No aircraft carriers were spotted. As a reminder, our main objective is to defend Port Moresby. Based on the CIC analysis, the optimal position to launch an airstrike against the invasion fleet is from Zone G7. Alrighty then. Also, hier sind wir. Also es ist morgens früh, deswegen ist das Wasser, glaube ich, so düster und langweilig und kalt. Ey, man erwartet ja schön blaues Meer. Ja, hier ist sie, die AHD Archie. Bisschen, das wird hoffentlich auch noch schön. Das ist der Prolog, ist die Demo, ja? Hoffen wir mal das Beste. Also hier ist das Deck. Hier ist Island, das ist quasi Kommandobrücke. Alter, guck mal, also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Und dann gucken wir mal hier, Sections. Ja, ganz genau. Ja, ganz genau, ihr werdet wahrscheinlich, denken, scheiße, das ist viel. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das, so ist das auch, ja. Es gibt so ein paar Räume, die sind wirklich wichtig. Und zwar ist hier Damage Control Room. Wenn hier einer ist, könnt ihr auch diese Knöpfe hier benutzen, dass Wasser abgepumpt wird. Oder jetzt repariert wird von hier mit so einem Knopf. Oder, wenn Wasser abgepumpt werden soll, sind diese beiden Räume wichtig. Da muss dann einer sein. Und wenn ihr da einen hinschicken wollt, müsst ihr die bei hier, glaube ich, zu Engineering, glaube ich, schicken. Ich glaube, und er... Grants additional temporary efficiency when assigned to the Air Department. Oh, da kommt der zu Air Department. Da kommt der nach Engineering. Was hat denn der auch da unten gemacht? So ein Blödsinn. Medical Department brauchen wir, glaube ich, jetzt zum Beispiel gar nicht. Dann schicken wir den mal zu Navigation Department, damit wir schön schnell fahren. Und dann schicken wir noch einen zu Air Department, weil wir toll sind. Weil wir dann schneller die Flugzeuge hochschicken können und so. Your strike group is idling in place. Okay, so, dann gehen wir mal zur Karte. Hier ist eine gegnerische Strike Group. Wir fahren aber jetzt einfach mal zu diesem optionalen Ziel, von da aus wir wohl den Gegner angreifen sollen. Und von irgendwo kommt die gegnerische Angriffs-Invasionsflotte, die Port Moresby angreifen. Nee, Neuguinea will sie angreifen. Port Moresby, Neuguinea. Und wir müssen, naja, die abhalten. Das ist unsere Mission. Und... ja, keine Ahnung. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich zeige euch das peu à peu, okay? Ich habe tatsächlich mir mal Mühe gegeben, zu gucken, wie es funktioniert. Sonst mache ich mal Kaltstart. Aber ich glaube, ich muss das über Bord werfen, dieses Kaltstarterei, nach vielen Jahren. Weil ich einfach auch will und zeigen will, wie das funktioniert, größtenteils, ja? Ich werde trotzdem noch viele Fehler machen. Also stellt euch drauf ein. Es wird dramatisch. So, Deck. Mission not activated in Island. But das müssen wir wahrscheinlich früh. Früh müssen wir wahrscheinlich kämpfen. Guck mal, wir haben hier Punkte. Ich erkläre euch mal gerade das Island, was ich selbst nicht richtig verstehe. Also wir haben drei Offiziere momentan. Und ihr seht hier an dem Bildchen haben die zwei verschiedene Symbolchen. Ein Lenkrad und ein Flügelchen, sag ich jetzt einfach mal. Und das sind die hier unten. Das sind die Navy Points und die Air Points. Ich wollte sogar Air Points sagen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel mich... der ist in einem Radio Room für, hier steht's, für Air Points. Und wenn wir aber einen Navy Point haben, weil ich kann beides und gehen jetzt in den Raum für... Full focus now. Mit Linksklick, das ist immer so komisch, alles mit Linksklick. Und kriegen wir unten einen Dingenspunkt. Dann könnt ihr hier unten drauf drücken, auf dieses unsagbare Knöpfchen, was nichts aussagt. Und könnt hier was auswählen, so eine bessere Funktion, zum Beispiel Resupply. The carrier stops moving in order to perform a resupply. Without supplies, the carrier can't perform most operations on deck during 2 hours. Improve visibility, defense positions und so. Also Damage Control ist meistens wichtig, ja. Jetzt gehen wir erstmal zum Flood Button, Fault Button, Flut Button. Weather Informations. Boost Air. Boost Efficiency in Air Department. Gehen wir erstmal da runter, würde ich sagen. Was haben wir denn da oben? Airstrike Missions. Komm. Hey, da ist ja noch einer, da ist ja schon einer drin. Recon Missions. Identify Target Missions. Airstrike Missions. Wir machen mal auf Airstrike Mission. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Wir können die hier mal aufklären. Ich weiß gar nicht, ob die dann auch wieder zurückkehren können. Das ist die gute Frage, ne? Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Identify Target und Recon? Ja, das ist immer die Frage, für warum wir zwei Jägers, aber... Not enough planes. Mission is not activated in the island. Können die mal aufklären und versuchen anzugreifen? Das könnten wir machen. Wollen wir das machen? Wir könnten versuchen... Die sind aber ein bisschen weit. Wir könnten die aber einfach mal angreifen. Aber das ist nicht unsere Mission. Und wir brauchen ja alles parat. Lass uns... Ach komm, machen wir einfach. Weiter wie bisher.
Ich habe das nämlich vorhin mal probiert. Das geht ganz gut. Aber naja. So, desto mehr Leute im Navigation sind, desto mehr können das hier... Genau, Full Speed. Unser Weg ist gesetzt. Und los geht's. Vielleicht kommt jetzt noch was. Vielleicht kommen sie in unsere Richtung. Guck mal, da sind die beiden Cruiser. Ich weiß nicht, es sind auf einmal zwei. Ich dachte, es ist nur einer. Admiral, the section below deck is malfunction. Ah, toll. Send DC teams now. Okay, jetzt müssen wir... Deck... Sections. Aha, das ist Malfunction. Das ist, irgendwas. Ein komischer Raum. Da müssen wir draufdrücken und reparieren. Sonst könnt ihr auch direkt hinlaufen mit diesem, mit dem Männchen hier. Aber solange der in seinem Dingensraum sitzt, könnt ihr das auch manuell machen. Also halbautomatisch. Quasi. Ich würde jetzt gerne wissen... Event. Was ist das denn hier? Ach, das ist Unwetter, ne? Unknown Object. Vielleicht wollen wir... Das Unwetter zieht, glaube ich, nach links. Dann wollen wir mal nicht ins Unwetter rein, aber wir sind ja noch weit weg. Das zwei feindliche Flotten, das ist aber scheiße. Ich glaube, wir sollten mal aufklären gehen. Ja, sollten wir tun. Okay. 10, 10, 10. Oh, wir haben einiges parat. Alter, wie viele Flugzeuge? Das sind A3 Flugzeuge, glaube ich. Oh, da ist auch noch was. Ist das die Invasionsflotte? Ne, das ist die Invasionsflotte. Oder das hier? Oder ich weiß auch nicht. Okay. Dann mal los. Wir wollen... Carrier Cap Missions, Defense, Airstrike Missions. Warte mal, wo ist denn die... Für Reckon. So. Weil wir haben ja schon Airstrike Missions. Ne, da, so... So. So. Jetzt brauchen wir zwei Jäger für Aufklärung. Dann gehen wir aufs Deck. Jetzt müsste ich einen Knopf geben dafür, dass die ganz schnell aufs Deck fliegen. Gebracht werden. So. So, jetzt werden die hochgebracht. Ich zeige es schon mal gerade. Also, man geht das nur mit dem Plus-Symbol, dann werden die da hochgebracht. Das ist alles ein bisschen Arcade, ja. Es ist jetzt erwartet, jetzt kein realistisches aufs Deck schieben. Auch wenn ich es mir gewünscht hätte. Aber, so haben wir hier, das sind die laufenden Tasks oder Aufgaben, die sie haben. Kannst du hin und her switchen, welche Flugzeuge er zuerst aufs Deck schieben will, das ist immer das Erste. Dann könnt ihr entweder, hier ist Launching, dann schieben sie die Flugzeuge hier hin zum Starten. Oder wenn ihr Platz braucht, damit die anderen landen, aber ihr wollt die Flugzeuge nicht einladen, dann drückt ihr hier drauf, dann schieben die die dahin. Ja, dann können die Leute laden, landen. Und wenn ihr die einladen wollt, dann müsst ihr draufhalten, links klicken und dann hier reinschieben oder hier rein wieder. Ich glaube, dann werden sie wieder... runtergeschoben. Meine Güte, okay. So. Ich weiß gar nicht, wann es heißt, dass sie wieder zurückkommen dürfen oder nicht. Reckon, prepare. So, jetzt wollen wir mal, sollen wir mal so aufklären? Ja, vielleicht beide. Machen wir mal so. Ist das der Radius, wo wir sie wieder zurückfliegen dürfen müssen? A member of your staff requires urgent medical aid. Ah, toll. The DC team transport him to the infirmary. Warte nochmal. Habe ich das jetzt gestartet? Prepare. Ist der Rückkehrradius, oder? Ich weiß halt nicht. Mal wieder zurück. So, aha, confirm. Okay, dann müssen wir den mal gerade medical supplyen. Launch. Los geht's, meine Kleinen. So, jetzt fliegen die los. Jetzt brauchen wir gerade... Und wer ist verletzt? Steht hier nirgendwo. Jetzt müsstet ihr eigentlich auch starten sehen. Jetzt werden die noch geschoben. Die werden noch geschoben. Ich glaube, der ist schon wieder geheilt. Das sieht nicht so krass aus, ja? Sie werden da hingeschoben. Das ist ein bisschen schäbig aus. Aber hier geht es ja nur um das Mikromanagement, glaube ich. Aber ich finde, darauf sollte noch ein bisschen mehr Augenmerk gelegt werden. Es muss noch ein bisschen Rambazamba gehen, ein bisschen mehr smoothe Bewegungen. Nicht so hackelige, finde ich. Aber es geht darum, dass ja der Rest schon mal... Das ist eine richtig gute Idee, dieses Spiel. So, jetzt gehen die aufklären.
Und wir fahren jetzt natürlich auch in diesen Radius, damit die auch wieder zurückkommen. Weißt du, man sieht sie auch irgendwie nicht rumfliegen, leider. Da. Battleship, Supply Ship, Submarine. Oh, oh. Beide. Battleship, Submarine. Okay, alles klar. Wir machen uns mal auf den Weg nach da. Ach, hier, da sieht man ongoing. Okay, da ist dieser Radius. Gut, dann werden wir jetzt mal... Okay, langsamer machen. Das ist jetzt ein Riesenproblem. Jetzt müssen wir ganz schnell eine Strike Group machen. So, jetzt nehmen wir Anvil Attack, Target, das sind irgendwie so Bonis, ja? Wir machen einen richtig fetten Angriff und zwar auf das Battleship als Hauptangriff. Das heißt, 3 U-Boot, 1 Dive Bomber. Confirm. Und das ist der Rückflug. Richtig? Oder was ist das der erste Wegpunkt? Wir machen mal so. Ich weiß nämlich nicht, was was bedeutet. Ich glaube, das ist der Retrieve-Punkt, ne? Ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Nochmal. So. Das ist der Angriff. Bam. Und jetzt zurück. Bumm. Okay, alles klar. Confirm. So, jetzt brauchen wir einen Dive Bomber und Dingensbummens. So. Das ist blöd. Also ein bisschen tricky, die Leute hier. Issue a dive bomber squadron on the deck. So. Wir machen mal langsame Fahrt. Dead slow. Was stand da gerade? Gegnerische. Wird noch weiter gescoutet. Wir bleiben auf jeden Fall jetzt langsamer. 41 Stunden haben wir noch Zeit. Kein Problem. Wir haben einen feindlichen Wrecken. Das gibt's doch nicht. Jetzt müssen wir starten und dann direkt gleich, wie viel kann ich noch zwei? Oh, das kann ich machen. Sehr gut. Dann machen wir die direkt auch noch drauf. Starten wir die gleich direkt zuerst. Das ist, Scout abknallen. Das ist der hier. Es dauert halt, also muss man die Zeit mit einkalkulieren, ja? Wir können aber, wir können auch sagen, dass sie es schneller machen sollen. Deck and Damage Control. Machen wir hier das Maximum. So. Scout abknallen. Wenn ihr Scouts sind, bedeutet das, dass sie den Flugzeugträger hier in der Nähe haben irgendwo. So, wir starten. Bumm. Oh nein, not enough planes to... Oh, scheiße. Machen wir erstmal den hier. Stand by to start engine. 5 Stunden. Okay. Jetzt müssen die erstmal starten. Der Angriff. Zeigt sie ihn! Ich muss mich hier ein bisschen beeilen. Und jetzt die. Okay. Die sind raus. Jetzt brauchen wir neue. So, jetzt U-Boot. Wir brauchen nochmal 2 Dive Bomber. Das Dive Bomber? Ja, müssen Dive Bomber sein, natürlich. Mit Wasserbomben an Bord. Resupply. Defensive Positions. U-Boot. Da. Okay. Es wird... Man sieht es aber nicht, ja? Man kann auf die Kamera gehen, aber man sieht halt gar nichts. Also, ich glaube, es ist fast gar nichts. Tackle Map. Ich habe jetzt keine Zeit gerade eigentlich. Wir müssen Time to Return. Issue a dive bomber squadron on the deck. Müssen wir gleich gucken, ob ich die retrieven kann. Nicht, dass die irgendwie abstürzen in der Zeit. Das muss ich jetzt nochmal gucken. Das erstmal kurz platzieren. Dann sagen wir ein, retrieven. Okay, das war der Kampf. Wir haben einen Dive-Bomber verloren und Torpedobomber und 2 beschädigt. Our losses. Battleship, Supply Ships sind weg. Submarine ist hier. Das ist bestimmt das da. Und jetzt können wir uns das ansehen. Ja, das ist jetzt nicht so krass, aber besser als gar nichts.
Scheiße daneben mit dem einen Zerstörer. Enemy Squad has been. Das hat auch funktioniert. Sehr gut. So, jetzt das U-Boot handeln. Hoffentlich funktioniert das auch. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Retrieval. Ah, hier. Da müssen wir gerade mal gucken. Deck is not recovery straight. Sekunde. Wir müssen starten, dann können wir das machen. So, jetzt gehen wir in Retrieve State. Und das erste Landen. Kommt er jetzt direkt? Retrieve. Boom. Landen. Wann kommen denn unsere... Wir kommen in 50 Minuten Time to Return. Ja, das muss noch ein bisschen smoother werden. Ach, das waren die Kabel, ja? Ich finde, das muss schon sein, ja? Und dann, ja, yeah, und cool und krass. The Submarine ist bestimmt das, was hier ist, wie gesagt. Sir, one of the landing planes has crashed on deck. Oh, you noobs! Damage control to push it into the water. Die schäbigen alten Flugzeuge, okay. Machen wir das mal schnell. Das habe ich eben schon mal gehabt, aber wie das jetzt funktioniert, kann ich nicht sagen. Das geht's leider so nicht. Ich muss es so machen. Ich glaube, ich muss den hinschicken. Ich glaube, dann geht der mal dahin. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich glaube, dann ist es weg. Plane und click to focus. Boom, jetzt ist er weg. Okay, habt ihr das gesehen? Schicken wir den mal wieder dahin. Enemy Submarine has been destroyed. Sehr gut. Angucken konnten wir uns leider nicht. Okay. Retrieve. Retrieve. Okay, dann kommen jetzt alle Jungs zurück. Wie einer crasht wieder. Ja, rast sich aus. Ihr Noobs. Ich will das mit Japanern spielen, ja? Ich will japanische Flugzeugträger haben. Können wir auch retrieven. Alle Mann zurück. Wir haben gut... Ihr habt gute Arbeit gemacht. Aber ich glaube, ich muss mir meine Power aufsparen. Für die Hauptmission. Das U-Boot ist immer noch da, aber wir müssen jetzt zum Punkt... We have been detected by enemy, ja? Yeah? No shit. Stand by to recover aircraft. Okay, jetzt haben wir alle wieder. Och, jetzt stehen die da alle, ich Trottel. Aber wie kann ich den jetzt einlagern wieder? Move the dive bomber squadron back to the hangar. Ich will auch wieder um modeln dann. Ah, wird auch jetzt repariert, sehr schön. Move the fighter squadron back to the hangar. Gut, da müssen wir jetzt nochmal ummodeln. Respot the deck, prepare for launching. Okay. Was ist denn los hier? Oh nee, was? Alter, Destroyer Torpedo Boat Destroyers. Oh, hier sind nur zwei harmlose Truppen unterwegs. Das gibt's doch nicht. Neutral Ship wahrscheinlich, irgendwelche. Keine Ahnung, Lappen.
Okay, wir können jetzt nicht uns mit denen rumschlagen. Wir lassen aber die zwei hier, wenn es sein muss. Ich kann aber auch zwei Scouting machen. Dann wird unser Sichtbereich erhöht. Ach du Scheiße. Escort Carrier, Battlecruiser, Survey Ships, Destroyers. Shitty, shitty, shit. Shit, shit. Okay. Okay, alles klar. Ich verstehe schon. Wow. Soll ich einen Decoy einsetzen? Und zwar... Escort Carrier soll mich hiden. Jetzt greifen die, glaube ich, die nächsten 3 Stunden nur die Schiffe an. Okay. Fahren die noch irgendwie weg oder so? Oder bleiben die einfach hier in der Nähe? Okay. Tactical Map. Wir können die angreifen. Escort Carrier. Das... Alter, den müssen wir versenken. Da müssen wir angreifen. Wir haben gar keine Wahl. Alles klar. Prepare. Das ist zu. Warum ist das zu? Achso, wir müssen den angreifen. 25, 12. Defense. Können wir das irgendwie rumschieben? Hat das irgendwie Unterschiede? Ah, lol. Oh, lol. Guck mal, jetzt haben wir hier aber... Wir machen es so. Ich habe keine Ahnung. Es ist gut, ja? Escort Carrier und wieder zurück. So. Confirm. Und hier raus. Und das gleiche wie vorhin. Ein Dive, 2 Torpedo. Issue a dive bomber squadron on the deck. Da müssen wir mal ummodeln. Wir werden mal langsam, würde ich sagen. Air Department. Wir haben noch genug Stunden Zeit. 34 Stunden. Ist noch nicht viel Zeit vergangen. Dann mal los. Oh, jetzt ist schon Nacht. Ich glaube, nachts dürfen wir nicht fliegen. Was? Das gibt's doch nicht. Ich muss bestimmt hinschicken. Feuer an Deck! Das gibt's doch nicht. Oh Gott, die sind eingeschlossen. Ich glaube, jetzt ist es zu spät zum Fliegen. Oder auch nicht. Versuchen es mal. Wir werden es sehen. Weil ich habe gehört, das wäre ein Problem. Okay. Okay. Okay, Houston, warte mal. Aye, aye. On our way. Wie funktioniert das jetzt noch? Vielleicht verlieren wir jetzt alle. Kann ja auch sein. Okay, das hat funktioniert. Zurück zu deinem Häuschen. Ich pack mal ein paar Jäger aufs Deck. Einfach mal, um sicher zu gehen, okay? Weil wir haben ja noch ein paar Scoutings am Gehen. Aber dann machen wir jetzt mal... Guck mal, jetzt sind sie erst da. Okay, dann holen wir mal ein paar. Ist ein bisschen, wie gesagt, es wäre einfach geil, wenn man hier einen Knopf hätte, dass die aufs Deck sollen oder weg vom Deck. Issue a fighter squadron on the deck.
Escort Carrier und Battlecruiser sind versenkt worden. Geil, das war erfolgreich. Ist eigentlich zu spät, oder nicht? Wir werden es jetzt sehen. Wir waren angegriffen, schon zu Beginn. Alter, was ein Gemetzel, oder? Stell dir vor, du wirst auch da abgeschossen. Da bist du in der Gnade der Japaner ausgeliefert, wenn überhaupt. You have been detected by enemy, okay. So. Wir warten, dass sie zurückkommen, die Schätzchens. Die ziehen sich jetzt wahrscheinlich zur Hauptsache der Escort Carrier und Battlecruiser. Hallo? Schlachtschiff? Schlachtkreuzer? Okay, weiter geht's. Wir gehen mal kurz auf Retrieve. Clear the flight deck. A plane is approaching landing. Ja, die sind ja sowieso in der Nähe. Ja, fahr mal weiter, du Trottel. Und Scouting. Warte mal, wie viele Flugzeuge haben wir eigentlich verloren? Stand by to recover aircraft. Oh, warte mal, haben wir die ganze Can't deploy at night? Ja. Sind die denn jetzt zurückgekehrt oder sind die alle abgeschossen worden? Oh je. Low supplies. Die können wir doch irgendwie auffüllen, oder? Ah, was nehmen wir denn? Uns fehlen Torpedobombers. Ich mach einfach mal. Ich klicke einfach mal drauf, okay? 15. Das ist nicht so gut. Give supply order from the bottom left to replenish. From the bottom left? Resupply. Okay, dann bleiben wir, glaube ich, auch stehen, ne? Clear the flight deck and prepare for takeoff. Wir haben alle Flugzeuge verloren, aber sie waren erfolgreich. Oder was auch immer. Vielleicht sind wir in der Zone. Bewegen wir uns überhaupt noch? Jetzt nehmen wir mal. Ach so, wir resupplyen. Dauert 1 Stunde 19. Dann warten wir mal kurz. Ist ein bisschen viele, ne? Aber was soll's. Lassen wir die Jäger einfach mal auf. Dann können wir nämlich die als Scouts losschicken und direkt noch als Reckon. Und dann holen wir die Angriffsformation hoch. Ich würde auch gerne den Jägern mitschicken. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Admiral, we're taking water. You should send DC teams to pump it out. Wie bitte? Im Ernst? Oh, guck mal, unser... Sind wir hinten low, oder was? Meine... Da tatsächlich, ich fasse es nicht. Wir haben auch keine in den Pumpen. Dann müssen wir jetzt mal in den Pumpen raus. Alter, das läuft voll! Das ist doch extra, damit wir hier was zu tun haben. Machen wir mal so. Oh, Alter, wir laufen voll. Wir laufen wirklich voll. Und jetzt können wir das benutzen, ne? Ja, da. Aber wir haben da anscheinend irgendwo ein Leck, deswegen brauchen wir jetzt mal gerade den nächsten. Ach, hat sich das jetzt erledigt? Ja, die Pumpen sind auch... Okay. Okay, okay, dann hat es das ja erledigt. On your command. Awaiting orders. Aye, aye. Mann, immer die so näher schippen. Okay. Ach, guck mal. Der Tag geht, die Nacht geht schnell vorbei, das ist gut. Okay, alles Mögliche ist replenished, sehr gut.
Replaniste. So, wir sind da. Wie viele Japaner hier unterwegs sind, gerade hier. Nur wo ist jetzt die feindliche Flotte? An objective has been completed, sir. Ja, nur wo ist die feindliche Flotte? Destroy the invasion fleet before you reach Port Moresby. Wir werden hier lang fahren, hier lang oder da lang. Ist sie das da oder ist sie das da? Wir werden jetzt mal hier anhalten. Irgendwie hier, ja? Wir halten mal hier an. Das ist unser Maximal Destination. Wir warten es sowieso nach. Wir können jetzt nichts machen. Wir lassen die Zeit laufen. Wehe, irgendwas läuft voller Wasser. Wehe, wehe. Wir sind einsatzbereit. Oh, da kommt eine Unwetterfront. Das wäre überhaupt nicht gut. Dann sind wir ungefähr raus. Dann müssen wir bis hier. Das nenne ich mal gute Wetterberichterstattung hier. Wir sind immer noch sehr lahm. Geschwindigkeit. Das könnte sie sein. Aber 21 Stunden. Das könnte die auch sein. Weil 21 Stunden ist nicht mehr so lang weg. Das wäre zu weit weg für 21 Stunden. Wir werden sehen. Wir werden jetzt mal losschicken. Alles klar. Ich weiß nicht, ob wir zu schnell sind. Wir werden sehen. Launch. Los geht's. Stand by to start engine. Dann werden wir es jetzt mal rausfinden. Okay, so viel dazu. Da wollen wir zwei Dive-Bomber am Deck. Kann ich einfach hier drauf glücken? Nee. Glücken? Issue a dive bomber squadron on the deck. Issue a dive bomber squadron on the deck. Wir haben sie entdeckt. Troopships, da sind sie. Alles klar, dann haben wir sie jetzt. Dann machen wir jetzt erstmal das hier weg. Launch aircraft. Kann ich nicht irgendwie... Sir, a member of your staff requires urgent medical aid. Ach, Leute. So, dann machen wir die hier machen. Prepare. Wenn es am spät kommt, ist es am besten, oder was? Torpedo Run. Einfach nochmal zum Schluss. Ja, ist scheißegal. Hauptsache... Mal wieder zurück. Pass auf, wir machen jetzt mal... Sir, a member of your staff requires urgent medical aid. The DC team transport him to the infirmary. Haben wir ja. Ist ja. Ist dabei. Sonst ist alles okay. Okay, dann bauen wir das hier. Carrier Cap. Start engines. Dann haben wir ein freies Flugdeck. Und dann können wir...
danach mal, wie war das? Eins. So. Sir, a member of your staff requires urgent medical aid. Have a DC team transport him to the infirmary. Aber ein DC Team? Ist das irgendwo doch hier? Da ist einer, okay. On your command. On our way. Yes, sir. Da wahrscheinlich. Issue a torpedo bomber squadron on the deck. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. So. Issue a torpedo bomber squadron on the deck. Das jetzt funktioniert. Anscheinend. Ist immer noch nur das U-Boot. Aber dass sie keinen Geleitschutz haben, ist krass. Nur Truppentransporter, Trottel. Issue a torpedo bomber squadron on the deck. Issue a dive bomber squadron on the deck. Sehr gut. Ja, ja. Und los geht's. Dabei sind die Sturzkampfbomber gegen Träger eigentlich am besten. Finde ich. Finde ich. Retrieval. Ach so. Das war's, wir haben gewonnen. The Japanese invasion was suppressed. Your character escaped unscathed. Your achievement has been made to great impact. That was it. Ich habe die einfach mal komplett aufgenommen. Es gibt noch eine Mission. Cool. Ich hoffe. Ich mach mal, kann ich irgendwie abspeichern? Main Menu. Es gibt auf jeden Fall noch eine Mission und wir haben einen Upgrade-Punkt. Gut, Leute. Mal gucken, ja? Bis zur nächsten Folge oder auch nicht. Ich aber denke schon, ja? Also ich fand das jetzt schon cool, wenn da noch eine ist. Ich muss gucken. Also, bis dahin, liebe Leute. Haut rein.